Warte. Luxemburg hat 7,64% von seinem Bruttoinlandsprodukt für Finanzhilfe ausgegeben. Das geht aus einer aktuellen Studie der EU-Kommission hervor. Laut der Statistik sind Irland, England und Deutschland die drei Länder, die am meisten interne Beihilfe während der Finanzkrise im Jahr 2008 bereitgestellt hatten. Alle 27 EU-Länder hätten aber die nötigen Maßnahmen unternommen und Finanzhilfen in einer Höhe von insgesamt 957,52 Millionen Euro ausgegeben. Alle 2 Jahre veröffentlicht die OECD in ihrem Gesundheitspanorama die verschiedenen Gesundheitssysteme von den OECD-Ländern und verdeutlicht so die Unterschiede, die hinsichtlich den Kosten, Aktivitäten und Resultaten des Gesundheitswesens bestehen. Was Luxemburg betrifft, sind die Resultate durchwachsen. Das Großherzogtum gibt allerdings deutlich mehr Geld für Gesundheit aus, als die OECD vorgibt. Auch ist die Sterblichkeitsrate von Kindern nirgendwo so niedrig wie in Luxemburg. Der Lux Airport hat angekündigt, dass die Fluggesellschaften Hamburg International und Tunis Air im Sommer 2010 wieder ab dem Findel fliegen wollen. Mit der Hamburg International kommt aber eine nicht ganz unbekannte Fluggesellschaft zurück nach Luxemburg. Die Airline war jahrelang von Luxemburg aus auf die Kanarischen Inseln gestartet. In der kommenden Saison soll aber nun Palma de Mallorca angeflogen werden. Tunis Air will im kommenden Jahr von Luxemburg aus in Richtung Djerba und Montazé fliegen.